Geradezu eine Energierevolution könnte die Erfindung von Tariel Kabanaze bedeuten, wenn es stimmt, was er sagt. Kabanaze und seine Leute gehen davon aus, dass es eine alternative Energiequelle gibt, die sogenannte freie Energie um uns herum. Kabanaze behauptet, einen Weg gefunden zu haben, diese sonderbare Energiequelle nutzen zu können. Viele Physiker stellen das in Frage. Dieser Kasten hier ist das Wesentliche. In ihm steckt meine Schaltung. Von ihr ist abhängig, wie viel Strom wir bekommen. Jetzt ist es wenig, aber es kann unendlich vergrößert werden. Die 9-Volt-Batterie braucht man nur zum Starten. Aber dann bekommt man so viel Energie, wie man will. Strom wird quasi aus dem Nichts erzeugt. Der Beweis steht allerdings aus, denn Kabanaze gibt sein Geheimnis für den ewigen Motor nicht preis. Er vertraut niemandem, aus Angst, über den Tisch gezogen zu werden. Abstrus oder wahr? Hat Kabanaze unser Energieproblem in seinem Hinterhof bereits gelöst? Eines ist klar, die Georgier zelebrieren ihre Schöpferkraft. Kein Wunder, schon vor 7000 Jahren waren sie die Ersten, die der Menschheit reinen Wein einschenkten. Und wer weiß, vielleicht schenken sie ihr bald die wohl verblüffendste Erfindung des Jahrtausends. Unendliche Energie.